Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir uns Q-Pop anschauen. Dazu gehört 91 und Crystals. Und wir haben einen Freund dabei, der noch nie Q-Pop angeschaut hat. Und wir dachten so, er muss es sehen. Genau. Das ist halt sehr interessant gewesen, vor allem letztes Mal, als wir 91 zum Beispiel angeschaut haben. War sehr interessant. Ja. Und ja, fangen wir an mit dem ersten Song, das ist 91, aber den Titel können wir leider nicht lesen. Schreib mal in die Kommentare, wie man das ausspricht. Genau. Dann fangen wir an. Let's go. Bist du aufgeregt? Mega. Ja, ja, weiß halt nicht. Man weiß. 8,9 Millionen Views, das läuft ja schon, ne? So. 91. Ist das jetzt eine Boygroup? Ja, das ist eine Boygroup. Boygroup. Das ist jetzt 3 Jahre her, also 2016. Jetzt bin ich aus wie Dings. Ihr werdet jetzt schon haten, aber. Das ist wirklich ein bisschen aus wie G-Dragon. Wie, vor allem in dem seinem Video da, von so Krug. Ja, genau, aber das ist kein Hate, sondern so. Er läuft da so wie der. Also, es sieht gut aus. Sieht nice aus. Hey, war jetzt irgendwie mit der Lampe oder warum hast du das so angeschaut? Hast du gesehen? Was? Er hat die Lampe so angeschaut, warum? Ja, die haben auch einen, der bei SM Trainee war. Yes. Bei SM Entertainment, ja. Sind ja ein paar Cute dabei. Oh. Ganz cool. Ui. Wir tanzen können wir ja. Ja, tanzen können wir echt. Die Gesangsstimme ist einfach schön. Die Stimme, die Sprache muss man sich ja anhören, ne? Aber ich muss sagen, beim ersten Mal anhören war es noch schwieriger, als ich da. Jetzt, jetzt geht es besser, ja. Ich hab da eine Blonde und er ist ein wirklich ein Rapper. Hast du raus? Dieser Part ist echt nice. Der schöne Stimme da ist. Das sind so die Bad Boys in der Q-Pop-Szene, oder? Ja, falls es mehr Boygroups gibt von Q-Pop, könnt ihr die mal schreiben, weil ich habe irgendwie jetzt nur die eine mitbekommen, aber dafür mehrere weibliche. Ja, ich bin mal gespannt, was. Und das andere ist Crystals. Strange Zulu.
Kilometer. Sand. Sand Sun. Ne? Fandest du jetzt ein Team und so? Ja, also auf jeden Fall konnten wir die Pflanzen. Ich mochte die Gesangsparts. Mhm. Die Gesangsparts. Ah, die Vokal. Oder was auch. Chris, so ist das gut. Ich kann schon was. Ist ein bisschen so gewöhnt. Ich bin riesen Augen gewesen. Und? Ui. Ein super Aktien. Die sind dann zu viert, anscheinend. So, eine Gruppe. Ja. Ja, weil bei der anderen Gruppe da im Museum hatten die auch starke Vokals. Ne? Irgendwie haben die da die Stärken. Ui. Das sind ja auch richtig gut, ne? Wow. Die tanzen sogar mit High Heels, ne? Oh, das ist drin. Oder? Und die Stiefel. Ich fand die Girls besser als die Boys. Also ja. Fand ich die Girl Group besser. Ja. Aber die Girl Groups hatten echt etwas, ne? So. Ja, fand ich auch. Aber so tanzen fand ich jetzt von den Jungs wieder besser. Ja, tanzen fand ich von den Jungs besser. Ja, auch wenn die, also die Girls konnten auch tanzen, aber ich fand die Jungs. Fand die Rap-Parts von den Girls besser als bei den Jungen. Den Jungs. Und die Gesangsstellen von den Jungs fand ich besser als. Also so. Aber kommt ja auch auf das, kommt ja auf das Lied an, ne? Ja, ja. Das ist ja, ja, das stimmt. Aha. Ja, aber was ganz. Aber ich muss sagen, die sahen echt super aus. Ja. Deswegen. Und würdest du Q-Pop weiterhin eine Chance geben, oder denkst du? Ja, klar. Ja? Ja. Also man sieht auch, dass Q-Pop, also kasachische Musik, nicht schlecht ist, ne? Ja, okay. Dass sie auch Potenzial hat für was Größeres. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann schreibt sie in die Kommentare rein. Und schreibt uns gerne auch, welches Lied ihr besser fandet. Und vergesst nicht zu abonnieren, liken und dann bei Guilty vorbeischauen.
Und dann, genau, verabschieden wir uns und sagen tschüss.